Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, so sagt man zumindest. Hinter den folgenden drei Bildern steckt jeweils ein Kriminalfall, und wenn man diesen kennt, wird man die Bilder in einem ganz neuen Licht betrachten. Das heutige Video wird gesponsert von Holy Energy. Egal ob beim Zocken oder beim Videomachen, Holy Energy hilft mir immer konzentriert zu bleiben, denn Holy ist die erste echte Alternative zu ungesunden Energy Drinks. Ganz ohne Zucker, Taurin und künstlichen Aromen bekommt man hier eine vegane Alternative in bis zu 7 leckeren Geschmacksrichtungen. Da es mir natürlich wichtig ist, dass ich euch nur Produkte empfehle, die ich selbst für gut empfinde, habe ich bei Trustpilot Recherche betrieben und gesehen, dass Holy der aktuell bestbewertete Energy Drink in ganz Deutschland ist. Außerdem ist es mir extrem wichtig, dass Energy Drinks kalorienarm und zuckerfrei sind, weshalb für mich persönlich schon seit einiger Zeit nichts anderes als Holy ins Haus kommt. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, könnt ihr mit meinem Code CRIME5 im Shop oder über den Link in der Beschreibung direkt 5 Euro auf eure erste Bestellung sichern. Zum Beispiel auf eins der leckeren Probierpakete, bei denen ihr viele Sorten testen könnt, bevor ihr euch für eine große Dose entscheidet, die bis zu 40 Portionen gesunde Energy enthält. Vergesst nicht, den Code CRIME5 zu benutzen, um ordentlich zu sparen, und jetzt zurück zum Video. Heute habe ich euch drei Bilder mitgebracht. Jedes davon erzählt eine ganz andere Geschichte. In einem geht es um einen ungelösten Fall, in dem anderen um ein kurioses Ereignis in Südkorea, und in dem letzten geht es um einen Fall, der erst 20 Jahre nach der Tat gelöst werden konnte. Mit welchem fangen wir am besten an? Ah, ich weiß es. Das Yanggu-Café. Auf dem ersten Foto sehen wir einen jungen Mann, der hinter einer Cafétür steht. Er wirkt sehr konzentriert und in seiner Hand ist ein Gewehr. Das Foto wurde gemacht, nachdem ein Journalist ihn darum gebeten hatte, für ein Foto nach draußen zu kommen. Die ganze Geschichte begann nur wenige Stunden zuvor. 2. September 1970, Yanggu-gun, Südkorea. Die Kunden des Soarada Bank Cafés genossen gerade in aller Ruhe ihre Getränke, als plötzlich ein Mann mit einem Gewehr in der Hand das Café betrat. Der Mann sagte, dass alle Kunden das Gebäude verlassen sollten. Daraufhin nahm er 4 Geiseln, darunter die beiden Angestellten Kwon So-jung und Yo-mung Kang. Die beiden anderen waren 2 weibliche Kunden namens Kim Yong-suk und Park Son-ok. Wenig später kam die Besitzerin Sora Kim in das Café, lange bevor die Polizei dort eintraf. Sie wusste nicht, was sie dort erwarten würde. Sie sah den bewaffneten Mann, der gerade einen Anruf entgegennahm, und sofort flüchtete sie auf die Straße. Die Polizei kam wenig später vor dem Café an und hatte das südkoreanische Militär als Unterstützung gerufen. Es wurde der Unteroffizier Lee Yong-taek in das Gebäude geschickt, um mit dem Mann zu verhandeln, aber er kam nicht weit, da der Mann sofort begann, auf Lee zu schießen und ihn mit nur wenigen Kugeln tötete. Lee war erst 3 Jahre Unteroffizier und sollte im Oktober entlassen werden. Obwohl gerade jemand erschossen wurde, versuchten die Kräfte vor Ort, die Situation mit Worten statt mit Gewalt zu lösen, was jedoch keinen Erfolg brachte. Ein Polizist fragte daraufhin, was denn die Motivation des Mannes sei, woraufhin dieser antwortete: "Es gibt kein Motiv, ich will nur bedingungslos gegen die Gesellschaft rebellieren." Gegen 18.30 Uhr bat der Mann dann seine Gefangenen nach einer Tasse Milch, weil er laut eigener Aussage Hunger hatte. Die beiden gefangenen Mitarbeiter boten ihm an, ihm ein Glas zu holen, und taten so, als würden sie die Milch des Cafés kochen, bevor sie aus dem Badezimmerfenster flohen. Als der Mann merkte, dass er nun die Hälfte seiner Gefangenen verloren hatte, warf er vor lauter Wut einen Aschenbecher aus dem Fenster. Gegen 20 Uhr klagte Kwon So-jung über extreme Bauchschmerzen. Der Mann gab ihr 200 südkoreanische Won und forderte sie auf, nach draußen zu gehen, um sich Medikamente zu kaufen und ihm Zigaretten mitzubringen. Kwons Beschwerde über Magenschmerzen waren jedoch kein Täuschungsmanöver, da sie kaum das Café verlassen hatte, bevor sie ohnmächtig wurde und die Polizei sie unter ihrem Schutz in ein Krankenhaus bringen musste. Der Mann drohte daraufhin immer wieder, der letzten Gefangenen das Leben zu nehmen, wenn etwas schieflaufen sollte. Gegen 21.30 Uhr konnte die Polizei endlich den Mann mit dem Gewehr identifizieren. Es handelte sich bei ihm um einen 27 Jahre alten Mann aus Busan namens Park Chuseo.
Während die Polizei dann weiter nach einem Plan zur Lösung der Krise suchte, schauten sie sich auch das Leben von Park an, doch was sie dabei herausfanden, half ihnen nur wenig dabei, seine Absichten aufzudecken. Er hatte bisher noch keinerlei Forderungen an die Polizei gestellt, was für eine solche Tat sehr unüblich war. Park Chusso hatte nur einen mittleren Schulabschluss, besuchte keine weiterführende Schule und lebte bei seiner Stiefmutter. Als junger Erwachsener leistete er den verpflichteten Militärdienst ab und wurde 1966 entlassen. Danach war er eine lange Zeit arbeitslos. Eines Tages verließ er dann einfach das Haus, ohne jemandem Bescheid zu geben, wohin er gehen würde. Die Polizei fand heraus, dass er noch einen Bruder namens Park Gonsik hatte. Sie ließen ihn mit seinem Bruder im Café telefonieren, wobei der Bruder ihn dann anflehte, sich zu stellen und sich zu ergeben. Park Chusso sagte während des ganzen Telefonats kein einziges Wort und legte irgendwann einfach auf. Die Situation sollte bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr anhalten. Park Chusso wollte immer noch seine Zigaretten, die er nicht bekommen hatte, da die andere Frau ins Krankenhaus musste. Also beschloss er es noch einmal zu versuchen und gab seiner letzten Gefangenen noch einmal Geld und befahl ihr, für ihn Zigaretten kaufen zu gehen und dann zurückzukehren. Sie willigte ein, doch als sie das Café durch die Hintertür verlassen hatte, kehrte sie nie wieder zurück. Als er merkte, dass er nun alleine war, wurde er wieder wütend und fing an, die Einrichtung zu zerstören. Gegen 8 Uhr morgens überredeten einige Reporter den Mann, das Café zu verlassen, um mit ihm zu reden. Hierbei wurde auch das Foto aufgenommen, was wir am Anfang gesehen haben. Nachdem er eine Zigarette geraucht hatte, die er dort bekam, ging er wieder hinein. 8 Stunden später, um 16 Uhr, fing Park Chusso plötzlich an, auf die Polizisten zu schießen. Keiner wurde bei dieser Aktion verletzt. Mit der Zeit wurden auch immer mehr Bekannte von ihm an das Café geholt. Einer von seinen Bekannten gab ihm dann etwas zu essen durch das Fenster. Andere bettelten, dass er endlich aufhören sollte, jedoch hörte er nur auf seinen Schwager, den 29-jährigen Nam Sang-ri. Dieser sagte, er würde sich gerne mit ihm treffen und sprechen. Das Angebot nahm Chusso an, aber die Polizei ließ den Schwager nicht in das Café gehen. Gegen 23.35 Uhr hörte die Polizei dann Schüsse aus dem Inneren des Cafés. Im Flur fanden sie dann den auf dem Boden sitzenden Park Chusso. Er hatte sich selbst das Leben genommen. Bis heute konnte kein Motiv für die Tat ermittelt werden. Das Einzige, was sie herausfinden konnten, war, dass das Gewehr von ihm von einem Militärjeep vor einiger Zeit schon gestohlen wurde. Blake Chappell. Das zweite Foto zeigt einen Jungen, der stolz in seinem Anzug posiert. Es sollte das letzte Foto sein, das jemals von ihm gemacht wurde. Es war der 15. Oktober 2011, an dem Melissa ihren Sohn Blake zum allerletzten Mal lebend sah. Sie brachte ihren Sohn zum Haus seiner festen Freundin Ryan, da die beiden geplant hatten, an diesem Abend den Homecoming Dance der East Quadra High School zu besuchen. Homecoming ist eine jährliche Tradition an amerikanischen Schulen, bei dem ehemalige Schüler einer Schule gefeiert werden. Die East Quadra High School liegt im Bundesstaat Georgia. Im Landkreis Quadra lebten im Jahr 2011 knapp 130.000 Menschen. Am Tag des Homecoming-Events trug Blake einen schwarzen Anzug mit einer nagelneuen Krawatte, die er sich extra für diesen Anlass gekauft hatte. Wir waren etwas spät dran, weil er so lange gebraucht hatte, sich für eine Krawatte zu entscheiden. Die Eltern seiner Freundin wollten auch ganz viele Bilder machen. Ich versuchte, seine Aufmerksamkeit zu bekommen, um noch eine Umarmung zum Abschied zu kriegen, aber er drehte sich nicht um zu mir, sagte seine Mutter später über die letzten Minuten mit ihrem Sohn. Blake war ein einzigartiger 17-Jähriger. Er war die Art von Mensch, die mit jedem befreundet war und mit dem jeder gern unterwegs war. Er war lustig, hatte für andere ein ansteckendes Lachen und war immer bereit, anderen zu helfen. Er versuchte immer, das Beste in einem Menschen zu sehen. Neben seiner Freundin beschäftigte Blake sich auch viel mit seinem Dirtbike, Zeichnen und seinem Lieblingsspiel Guitar Hero. Er fuhr Skateboard und liebte die Musik. Sein Traum war es, Moderator im Fernsehen oder Anwalt zu werden. Bereits in jungen Jahren kaufte er in Supermärkten Energydrinks und verkaufte sie dann mit Gewinn an seine Klassenkameraden. Blake erzählte seiner Mutter dann in einem Telefongespräch, dass der Homecoming-Abend einer der besten seines Lebens war und dass er so viel Spaß beim Tanzen und mit seinen Freunden hatte wie noch nie zuvor. Gegen 22.30 Uhr holte die Mutter von Ryan das Paar von der Schule ab
und brachte sie zu sich nach Hause, wo sie gemeinsam einen Film schauten. Gegen 23.30 Uhr wurde Blake dann zum Haus seines besten Freundes Austin gebracht, wo er übernachten sollte. Irgendwann, zwischen 2 und 3 Uhr nachts, am 16. Oktober 2011, verließ Blake dann das Haus seines Freundes zu Fuß, um den etwa 3 Kilometer langen Weg zurück zu Ryans Haus zu gehen. Austin sagte der Polizei später, dass er eine schwarze Hose, ein weißes T-Shirt und eine Jacke trug, als er das Haus verließ. Blake kam gegen 4.30 Uhr morgens bei Ryan an und schlich durch das Schlafzimmerfenster hinein, da er wusste, dass er zu so einer Uhrzeit nicht bei ihr sein durfte. Das Paar verbrachte daraufhin einige Zeit zusammen, bevor sie von Ryans Großmutter unterbrochen wurden, die Blake im Zimmer erwischte. Gegen 5 Uhr verließ er dann das Haus von Ryan und machte sich auf den Weg zurück zu Austins Haus. Während er dorthin lief, schrieb er mehrere SMS an Ryan und ihre Mutter und entschuldigte sich dafür, dass er so spät ohne ihre Erlaubnis bei ihnen war. Eine halbe Stunde später schrieb er dann an Ryan, dass er von einem Polizisten angehalten wurde, der ihn fragte, wohin er gehe und seinen Ausweis verlangte. Kurz darauf setzte er seinen Spaziergang fort und schickte wenige Sekunden später eine letzte SMS, in der er sich über das kalte Wetter beklagte. Es sollte das letzte Lebenszeichen von ihm sein. Er kam nie bei Austins Haus an. Als wenige Stunden später Leben in die Stadt kehrte und die Anwohner nach und nach wach wurden, merkten Ryan und Austin, dass Blake nirgends aufzufinden war. Blake wurde direkt daraufhin von seiner Mutter als vermisst gemeldet. 2 Monate lang hörte man kein Wort von Blake. Keine Sichtungen, keine Nachrichten, gar nichts. Bis am 19. Dezember 2011 Passanten die Polizei von Noonan alarmierten, da sie menschliche Überreste in der Nähe einer Brücke gefunden hatten. Die Brücke lag am Summer Grove Parkway. Die Überreste waren mit nur einem Unterhemd und Unterwäsche bekleidet. Außerdem gab es ein Einschussloch am Kopf. Bis heute wurden keine weiteren Kleidungsstücke gefunden. Weder Handy, Brieftasche oder Ausweis waren in der Nähe zu finden und bleiben bis heute verschwunden. Wenig später wurden diese Überreste als die von Blake identifiziert. Durch sein Lippenpiercing und sein Hasentattoo auf der Brust konnte dies eindeutig festgestellt werden. Das Tattoo hatte Blake erst vor kurzem bekommen und es vor seiner Mutter versteckt, da sie ihm sagte, dass er damit warten müsste, bis er volljährig sei. Am 29. Dezember 2011 wurde er dann auf dem örtlichen Friedhof beerdigt. Auf seiner Beerdigung lief der Song Carry On Wayward Son von Kansas. Obwohl Blake ein offener und netter Mensch war, gab es in seinem Leben einige Tiefschläge. Seine Mutter und ihr damaliger Freund waren erst Mitte 2011 umgezogen, da Blake zuvor von dem Vater einer seiner Ex-Freundinnen angegriffen wurde. Laut ihm sei seine Ex-Freundin von zu Hause weggelaufen. Der Vater hatte ihn verdächtigt, dass er damit etwas zu tun hatte, weshalb er mit 2 anderen Männern schwer bewaffnet zu ihm fuhr und ihn verprügelte. Die Polizei nahm die Details auf und trotzdem war es am Ende Blake, der verklagt werden sollte. Die Anzeige wurde von der Familie der Ex-Freundin aber fallen gelassen. Trotzdem hörte die Familie nicht auf zu drohen. Sie würden Blake etwas antun, sagten sie, weshalb Melissa sich dazu entschied, umzuziehen. Nach dem Verschwinden von Blake wurde der Vater seiner Ex überprüft und es konnte festgestellt werden, dass er mit dem Verschwinden nichts zu tun hatte. Doch bereits vor diesem Zwischenfall hatte die Familie Chapel einige Probleme. Melissa, die Mutter, hatte 2007 einen Schlaganfall, weshalb sie sich danach neu als Familie orientieren mussten. Auch weil Blake nicht wusste, was ein Krankenhausaufenthalt kosten würde, verweigerte er es im Jahr 2011 nach dem Angriff, sich behandeln zu lassen. Auch in der Schule sprach er öfters davon, dass er und seine Familie in Armut leben würden. In einem Aufsatz über das Thema Armut schrieb er das folgende: Menschen auf dieser Welt leben jeden Tag in Kälte, hungrig und alleine, während die meisten von uns ihr Geld aus dem Fenster werfen, als wäre es nichts. Ich verstehe das nicht. Versteht mich nicht falsch, einige Menschen treffen die falschen Entscheidungen, weshalb sie in solchen Situationen landen, aber viele hatten nie diese Entscheidung. Glaubt es oder nicht, aber ich war auch arm. Ich lebte für 3 Monate ohne ein Zuhause, ohne Stabilität und Sicherheit, gefangen in einem schrecklichen Traum, in dem mir alles genommen wurde. Ich bin so dankbar für alles, was ich jetzt habe. Ich habe nichts als Sympathie für die, die jeden Tag so leben müssen, wie ich es tat.
Blake litt in seiner Kindheit außerdem an selektiver Stummheit. Wenn er Angst hatte, konnte er nicht mehr sprechen. In seiner Jugend probierte er dann auch illegale Substanzen aus. Trotz allem glaubte seine Mutter immer an ihren Sohn. In der Homecoming-Nacht sollte das erste Mal seit dem Angriff sein, dass er alleine woanders übernachtete. Erst wollte Melissa es ihm verbieten, jedoch sagte sie selbst, dass sie mehr Vertrauen in ihren Sohn haben müsse. 5 Wochen nachdem Blake verschwand, klingelte plötzlich das Telefon von Melissa. Der Anrufer war eine unterdrückte Nummer. Als sie ranging, hörte sie auf der anderen Seite nur einen Fernseher im Hintergrund. Es liefen gerade die Nachrichten. Ansonsten hörte sie nur die Stille. Das Ganze ging für 5 Minuten so, bevor die Person am anderen Ende der Leitung auflegte. Melissa fragte immer wieder, ob dort Blake sei. Sie sagte später, dass sie sich sicher sei, dass entweder Blake oder sein Entführer am anderen Ende war und sie sich extrem hilflos fühlte. Bis heute konnte der Täter nicht ausgemacht werden. Die Freunde von Blake sind nun alle Ende 20, manche haben sogar schon Kinder. Melissa versuchte, den Kontakt zu seinen Freunden aufrechtzuhalten, jedoch war es irgendwann zu viel Arbeit für sie. Die Facebook-Seite Ruhe in Frieden Blake liegt seit 2015 still. Kurz nach der Tat machte auch der Freund von Melissa mit ihr Schluss und beendete somit eine 11-jährige Beziehung. Sie lebte nun ganz allein in einem großen Haus, das sie sich mit ihrem Sohn früher geteilt hatte. Wenig später erfuhr sie, dass sie sowohl an Diabetes als auch an Krebs litt. Sie zog nach Texas und lebte dort einige Zeit bei Freunden, während sie sich behandeln ließ. Immer bei ihr war eine Festplatte voller Videos von Blake. Sie traute sich bis heute nicht, sie anzusehen. Die Polizei verweigerte es, genaue Auskunft über den Zustand von Blakes Überresten zu geben. Er wurde nach dem Fund eingeäschert. Viele Fragen bleiben für die Mutter weiterhin offen. Welche Spuren waren am Tatort zu finden? Gab es gebrochene Knochen? Andere Merkmale? War er gefesselt worden? Wer war der Polizist, der ihn in dieser Nacht befragt hatte? Trotz allem ist sie froh, dass Blake überhaupt gefunden wurde. Sie hätte es nicht ertragen, wenn er für immer verschwunden geblieben wäre. David Harmon. Auf dem letzten Foto sehen wir David Harmon, der stolz an seinem Hochzeitstag mit seiner Frau Melinda posiert. Es sollte das letzte Bild des Paares sein, denn was danach passierte, war über 20 Jahre lang ein großes Geheimnis. Die beiden lernten sich in den 70er Jahren kennen, als beide noch Teenager waren. Ursprünglich lernten sie sich durch ein Sommerlager der evangelischen Kirche kennen. Melindas Vater war ein angesehener Mann in der Kirche. Die beiden wurden schnell ein Paar und sie heirateten 1977, als sie 19 und er gerade 20 war. 1981 zog das Paar nach Kansas, nachdem Melindas Vater ihr eine Stelle bei der Universität besorgt hatte. In der Zwischenzeit fand David Arbeit in einer örtlichen Bank. Die sympathischen und attraktiven Harmons schlossen schnell Freundschaften auf dem Campus. Einer dieser Freunde war der Präsident der Studentenschaft, Mark Mangelsdorf. Mark und David spielten gerne zusammen Racquetball und man sah ihn häufig bei den Harmons zu Hause. Die Leute bemerkten bald, dass Mark Melinda genauso nahe stand wie David und sie begannen darüber zu tratschen. In einer konservativen Stadt im Mittleren Westen wie Olathe, deren Hauptarbeitgeber eine christliche Universität war, war dies eine große Sache. Melinda wurde bei mehreren Gelegenheiten von Kollegen und Mitgliedern der Gemeinde gewarnt, so der Lokalreporter Andy Hoffman gegenüber Snapped. Sie hielten es für unangemessen, dass sie als verheiratete Frau so viel Zeit mit einem Studenten verbrachte. Am 28. Februar 1982 wurden Gail und Richard Bergstrand gegen 2.30 Uhr morgens durch ein lautes, heftiges Klopfen auf der anderen Seite ihrer Schlafzimmerwand geweckt. Es handelte sich um eine gemeinsame Wand, denn auf der anderen Seite befand sich das Schlafzimmer ihrer Nachbarn, David und Melinda Harmon. Eine Stunde später klopfte Melinda hysterisch weinend an ihre Haustür. Sie sagte, jemand habe David das Leben genommen. Als die Polizei eintraf, fanden sie einen grausigen Tatort vor. David Harmon lag leblos auf seinem Bett, sein Gesicht war bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Sein Gesicht wurde einfach zu Brei geschlagen,
sagte Bezirksstaatsanwalt Paul Morrison. Das Fehlen von Verteidigungswunden veranlasste den Gerichtsmediziner schließlich zu der Feststellung, dass Harmon geschlafen hatte, als er zuerst mit einem stumpfen Gegenstand ins Gesicht geschlagen wurde. Als die Polizei Melinda befragte, sagte sie, sie sei im Bett aufgewacht und habe gesehen, wie zwei Männer ihren Mann verprügelt hätten. Dann zerrten sie sie aus dem Bett und verlangten die Schlüssel zu der Bank, in der David arbeitete, um sie auszurauben. Nachdem sie den Angreifern die Schlüssel gegeben hatte, schlugen sie sie nieder. Melinda behauptete, sie sei über eine Stunde lang bewusstlos gewesen. Nachdem sie zu sich gekommen war, rannte sie nach nebenan und bat die Bergstrands, die Polizei zu rufen und dann ihren Freund Mark Mangelsdorf anzurufen. Er wohnte nur ein paar Blocks entfernt und war innerhalb weniger Minuten vor Ort. Später begleitete er sie zur Polizeiwache. Die Polizei überwachte daraufhin die Bank und wartete auf die Ankunft der Täter. Später setzte die Polizei Spürhunde ein, in der Hoffnung, dass sie der Fährte zu den Tätern folgen könnten. Stattdessen gingen die Hunde direkt zu einem Müllcontainer vor Mark Mangelsdorfs Wohnhaus. Leider war dieser an diesem Morgen bereits geleert worden. Die Polizei begann die Beziehung zwischen Melinda Harmon und Mark Mangelsdorf zu untersuchen. Sie durchsuchten sogar Marks Wohnung, wo sie Blutflecken direkt an der Tür fanden. Leider konnten die damaligen Kriminallabors diese nicht mit David Harmon in Verbindung bringen. Ohne Beweise hatte das Polizeidepartement keine andere Wahl, als die Ermittlungen auf Eis zu legen. In der Zwischenzeit bemerkten die Leute in der Stadt, dass die Freundschaft von Melinda Harmon und Mark Mangelsdorf erkaltet war. Nach Davids Beerdigung wurden sie nie wieder zusammen gesehen. Nur eine Woche nach der Beerdigung ihres Mannes zog Melinda zurück zu ihren Eltern nach Ohio. Mark Mangelsdorf machte seinen Abschluss und besuchte später die Harvard Business School. 1986 heiratete Melinda einen erfolgreichen Zahnarzt namens Mark Raish und zog zwei Kinder in Delaware, Ohio groß. Mark Mangelsdorf wurde in der Zwischenzeit ein erfolgreicher Marketingmanager und lebte mit seiner zweiten Frau und zwei kleinen Töchtern außerhalb von New York City, während seine Ex-Frau mit ihren drei Kindern in Kansas lebte. Im Sommer 2001 hatte das Kriminallabor von Johnson County seine Technologie aufgerüstet und wollte sie an einigen älteren Fällen testen. Am 17. Dezember 2001 machten sich die Detectives Bill Wall und Steve James auf die 700 Meilen lange Reise von Kansas nach Ohio und klingelten an der Tür von Melinda Raish. James sagte, sie sei verblüfft gewesen, habe sich aber bereit erklärt, sich mit ihnen zusammenzusetzen und über die Tat an ihrem ersten Ehemann zu sprechen. Den Ermittlern fiel auf, dass ihre Geschichte anders war als die, die sie vor 19 Jahren erzählt hatte. Im weiteren Verlauf der Geschichte lässt sie einige wirklich wichtige Punkte aus, sagte Wall. James fügte hinzu, der größte Punkt ist, dass es nur einen Eindringling gab. Ich erinnere mich, wie ich Bill über den Tisch hinweg ansah und wir für ein paar Sekunden Augenkontakt hatten und man konnte sehen, dass wir beide das Gleiche dachten. Die Detectives schlugen vor, das Verhör auf dem nächstgelegenen Sheriff-Büro fortzusetzen. Überraschenderweise stimmte Melinda zu. Sie konfrontierten sie schnell mit den Ungereimtheiten in ihrer Geschichte und sagten, entweder waren sie es oder Mark. Melinda bestätigte fast sofort, dass Mangelsdorf der Mörder war und versuchte einen Deal auszuhandeln. Wie Paul Morrison sagte, unschuldige Menschen wollen keine Deals. Schuldige Leute wollen Deals. Ende 2002 kamen die Ergebnisse der DNA-Tests des in Mark Wohnungs gefundenen Blutes zurück. Sie waren nicht hundertprozentig schlüssig, aber, in Paul Morrisons Worten, zeigten sie, dass es sehr, sehr wahrscheinlich war, dass das genetische Material von David Harmon war. Das war gut genug für die Staatsanwälte, die Melinda Raish am 3. Dezember 2003 verhafteten und sie anklagten. Es dauerte weitere anderthalb Jahre, bis sie Mark Mangelsdorf am 8. April 2005 verhafteten. Er verbrachte eine Woche im Gefängnis, bevor er eine Kaution von $300.000 hinterlegte. Melinda Raishs Prozess begann am 11. April 2005. Auf einem Tonband gab sie zu, dass sie und Mark Mangelsdorf eine unangemessene Beziehung hatten und dass sie ihn für den maskierten Eindringling hielt, der David Harmon angegriffen hatte. Sie leugnete aber jede Beteiligung an der Tat selbst.
Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass es aufgrund des Scheidungsverbots der Kirche besser gewesen sei, Witwe zu werden, als sich scheiden zu lassen, und dass Melinda und Mark die Tat gemeinsam geplant hätten. Mark Mangelsdorf, der Melinda seit 23 Jahren nicht mehr gesehen hatte, sagte aus und bestritt ihre Beziehung und jede Rolle bei der Tat. Die Geschworenen glaubten keinem von ihnen und befanden Melinda am 2. Mai für schuldig. Da ihr nun eine lebenslange Haftstrafe drohte, schloss Melinda einen Deal mit der Staatsanwaltschaft ab. Im Gegenzug für eine mildere Strafe würde sie in einem bevorstehenden Prozess gegen Mark aussagen. Sie gab zu, dass sie sich gemeinsam verschworen hatten, David Harmon das Leben zu nehmen, damit sie zusammen sein konnten. Mangelsdorf kaufte das Brecheisen und sie einigten sich auf die Geschichte, die sie der Polizei erzählen würden. Aber als alles gesagt und getan war, konnten sie sich nicht mehr ansehen und gingen getrennte Wege. Angesichts ihrer Aussage bekannte sich Mangelsdorf 2006 schuldig und sowohl er als auch Melinda wurden zu 10 bis 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach nur 9 Jahren im Gefängnis wurde Melinda Raich am 29. April 2015 aus dem Gefängnis entlassen. Nach ihrer Entlassung kehrte sie nach Ohio zurück, wo sie bis 2025 unter Aufsicht steht. Fast auf den Tag genau ein Jahr später wurde Mark Mangelsdorf 2015 nach 10 Jahren Gefängnis entlassen. Nach Angaben des Kansas City Star wurde er unter Auflagen entlassen. Das waren wieder drei Bilder mit einer krassen Geschichte dahinter. Kanntet ihr irgendeinen davon? Gute Nacht und bleibt gesund.